Was die kaiserlichen Truppen in der Kolonie Deutsch-Südwestafrika anrichteten, war ein Völkermord. Mündlich hat das Auswärtige Amt diesen Begriff schon in den vergangenen Jahren verwendet. Nach mehr als 5 Jahren Verhandlungen ist die Bezeichnung Völkermord nun offiziell. Immer wieder gedenken Menschen in Namibia der Opfer der Deutschen. In den vergangenen Jahren hatten sie zudem eine Entschuldigung und Reparationszahlungen gefordert. Jetzt erklärt sich Deutschland bereit, 1,1 Milliarden Euro zu zahlen für Infrastruktur, Gesundheits- und Ausbildungsprogramme. Es soll aber kein Schlussstrich sein, heißt es aus dem Auswärtigen Amt. Die Anerkennung der Schuld und die Bitte um Verzeihung sei ein wichtiger Schritt. Fest steht, Zehntausende, vor allem der Volksgruppen Nama und Herero, starben in Konzentrationslagern, andere verdursteten auf der Flucht. Der Herero-Aufstand in Namibia, Deutsch-Südwest. Völkermord oder Verschwörungstheorie? Als Herero-Aufstand werden mehrere etwa zeitgleiche Aktionen einiger marodierender schwarzer Banden im Gebiet von Deutsch-Südwest bezeichnet, die dem Herero- und Hottentottenkriege 1904 bis 1907 vorausgingen. Die Morde und Gewalttaten der Herero und Hottentotten, politisch korrekt Nama, richteten sich ausschließlich gegen die weiße Zivilbevölkerung und waren somit kein Aufstand und auch nicht der Herero, da einer der Stämme überhaupt nicht daran teilnahm und 3 weitere bei erster Gelegenheit kapitulierten. Die Schutztruppe, gemeinsam mit Marineinfanteristen eines Siebataillons, verfolgte, ironischerweise zusammen mit einem Stamm der Nama, am Waterberg im Jahre 1904 Gewalttäter, um sie für vorherigen Mord und Plünderung zur Rechenschaft zu ziehen. Es gilt außerdem zugleich richtigzustellen, dass die immer wieder sogenannte Kalahari-Wüste überhaupt keine Wüste ist, sondern eine Dornstrauch- und Trockensavanne. Und das bedeutet eben Vegetation und somit Wasservorkommen. Der größte Teil der Kalahari wird von speziellen Dünen und Wüstengräsern bestimmt, aber auch von hochwachsenden Akazien, die mit ihren langen Wurzeln an die zwar tiefliegenden, aber reichlich vorhandenen Wasseradern gelangen. Nach Regenfällen nimmt die Vegetation stark zu. Man spricht dann auch von der grünen Kalahari. Das Okavango-Delta ist beispielsweise wegen seines Wasser- und Tierreichtums sowie seiner Vegetation bekannt. Gerade als Nomaden hatten die Herero und Nama keine Probleme, unter solchen Bedingungen zu leben. Das Verhungern und Verdursten in der Wüste ist lediglich Propaganda. Deutsch-Südwest, das heutige Namibia, war 1,5-mal so groß wie das damalige Deutsche Kaiserreich. Doch standen lediglich 800 Mann in der Schutztruppe zur Verteidigung dieses Landes bereit. Die Herero lebten im Norden. Die Hottentotten, also Namas, hingegen lebten im Süden und hielten die Hereros in Schach. Wenn diese sich mit ihrer Viehherde zu weit über die Grenze wagten, wurden sie von den Namas überfallen und ermordet. Hereros waren Viehhalter und wie die amerikanischen Indianer begierig auf alles Europäische. Alkohol, Waffen, Schmuck, aber auch Tand und vieles mehr. Die Geschichte der deutschen Kolonie in Südwestafrika ist von Anfang bis Ende tendenziell eine endlose Kette schwarzafrikanischer Kriminalität und Gewalt, sowohl untereinander wie auch gegen weiße Siedler aller Art.
In 7 Jahren vor dem Krieg sind selbst die hier gezählten 25 Kriegsgefechte nur ein unvollständiger Überblick. Die bewaffneten Konflikte waren also keine Überraschung, sondern eher kolonialtechnische Alltagsroutine, wären seine Schäden nicht so erheblich gewesen. Von einer angeblichen Ausrottungsabsicht kann demnach schon nicht die Rede sein. Die Kolonien wurden innerhalb von 2 Jahren, 1883 bis 1885, somit auch vor der Amtszeit Kaiser Wilhelms II. Und relativ spät im Vergleich zu den anderen Nationen erworben und hatten demnach wenig Zeit, sich zu entwickeln. Keine Kolonie wurde aber kriegerisch erobert, keine Sklavenhalterposten errichtet, keine Massaker zur Herrschaftsgründung verübt. Die Kolonien entstanden durch Privatverträge zwischen deutschen Kaufmännern und lokalen Häuptlingen. Das Deutsche Reich gründete erst ein Kolonialamt, nachdem die Verträge bereitstanden. Über dem hinaus war auch Bismarck, der nach den deutschen Einigungskriegen sehr friedfertig geworden ist, nicht wirklich an Kolonien interessiert. So sagte er 1881 im Reichstag, dass man sie eigentlich nicht brauche. Sie seien möglicherweise nur unwirtschaftlich und münden womöglich in einer militärischen Auseinandersetzung. Selbst die deutsche Flotte wurde erst nach Koloniengründung aufgebaut, was zeigt, dass eine Eroberung seitens der deutschen Führung nicht beabsichtigt war. Am 1. Januar 1903 wurden nun in Deutsch-Südwest 4640 weiße Siedler gezählt, von denen 973 niederländische Boeren waren. Bei einer Gesamtbevölkerung von über 300.000 Menschen vor dem Krieg machten Deutsche etwa 1% am Anteil aus, die nicht mehr als 10% der Landfläche bewirtschafteten. Auch im Jahr vor dem Krieg blieben die Eingeborenen in Deutsch-Südwest die Gruppe mit dem umfangreichsten Viehbesitz, was sie unter anderem auch durch Diebstahl erreichten. Mildernhorst ist unser Land und trocken sind seine Riviere. Die Klippen, sie sind von der Sonne verbrannt und scheu sind im Busche die Tiere. Und sollte man uns fragen, was hält euch denn hier fest? Ihr könnt nur sagen, wir lieben Südwest. Die asiatische Rinderpest wanderte ab 1864 über Ägypten entlang des Nils bis nach Ostafrika. Um 1896 tötete die Seuche in Südafrika Millionen von Rindern, weshalb im Februar das Robert-Koch-Institut in Berlin mit der Entwicklung eines Impfstoffs beauftragt wurde. Während einer Dürrezeit mit Heuschreckenplage breitete sich die Seuche im April des Folgejahres bis in das Gebiet der Herero aus, deren Wirtschaftsgrundlage in Deutsch-Südwest bislang die Rinderzucht war. Im Juni führte eine Schutzimpfung durch Dr. Kohlstock zum Tode von 43% des geimpften Viehs. In Gewaltausbrüchen verweigerten die Hereros weitere Impfungen ihrer Rinder. Nachdem bis zu 70% des Viehbestandes verloren gegangen waren, förderten Hunger und Stammeswanderungen zusätzlich die Ausbreitung der Pockenkrankheit und kurz darauf einer Typhusepidemie. Die Eingeborenen schlossen zudem eine Art Kreditverträge für Schutz des Landes und Viehherden, aber schoben die vereinbarten Rückzahlungen auf. Die Kreditvergeber bestanden allerdings auf die vertragliche Erfüllung nach Fristende. Die Schulden tilgen, das aber wollten sowohl die Herero als auch die Hottentotten nicht und weigerten sich beharrlich. Also wurde folglich ihr Vieh gepfändet. Die Schwarzen konnten das nicht verstehen und empfanden die Rückzahlungen als Schikane. Viele der Herero-Nomaden wurden durch die Not gezwungen, ihren Lebensunterhalt durch sesshafte Arbeit bei deutschen Bauern zu verdienen. Ihre Führer, Kapitäne genannt, reagierten auch mit vermehrtem Viehdiebstahl bei den weißen Siedlern, mit Verkauf ihres Nutzlandes und mit Zuhälterei. Weiße behaupteten zu Recht, dass skrupellose Herero-Häuptlinge wie Samuel Maharero rücksichtslos das Land ihrer Leute verschleuderten, während dieser konterte, dass weiße Händler seinem Volk Kredite aufdrängten und dann die Schuldzahlungen durch ihr Land und Vieh wieder lukrativ eintrieben.
Dass auch dieses Vorbringen nicht ohne Grund war, belegt ein Kreditgesetz der Kolonialverwaltung vom 7. Juni 1902, das den ruinösen Landverkauf zur Schuldentilgung eindämmen sollte. Bis zum Inkrafttreten der Bestimmung zum Schutz der Eingeborenen versuchten die Händler allerdings noch rücksichtsloser, ihre Außenstände bei ihnen einzutreiben. Zur Empörung trug auch das Gerichtswesen bei, das häufig Prügelstrafen für Eingeborene verhängen musste. Die bisher auf Landwirtschaft konzentrierten weißen Bauern wurden durch die steigenden Rinderpreise sowie das Überangebot an billigem Land und Arbeitern dazu verlockt, sich auf die Rinderzucht zu verlegen. Die Arbeitsteilung weißer Land- und schwarzer Viehwirtschaft verschob sich damit ebenso wie das Gesellschaftsgefüge. Die Verlierer, deren Sozialprestige sich bisher aus dem Viehbesitz definiert hatte, mussten ihre typische Lebensweise aufgeben und jahrelang Streit um Schuldentilgungen führen. Aber noch 1903 wurde festgestellt, dass Eingeborene mit 50.000 Stück Rind weiterhin über 10.000 mehr als weiße Siedler besaßen. Gleichwohl führten die Umwälzungen traditioneller Lebensweisen zu steigender Gewaltbereitschaft unter den Eingeborenen und ständigen Übergriffen gegen die Einwanderer. Die Behauptung, die Siedler hätten den schwarzen Land und Vieh weggenommen, also sei der Aufstand ein Befreiungskrieg gewesen, ist unsinnig. Es war vielmehr umgekehrt so, dass die Schwarzafrikaner typische Viehdiebe waren. Dies lag an ihrem traditionell anarchistischen Eigentumsbegriff und wurde begünstigt durch ihre nomadische Lebensweise ohne Verantwortungsstruktur bei geringem Tatrisiko. Als die Rinderpest ihnen Lebensgrundlage und Wertmaßstab für innergesellschaftliches Sozialprestige raubte, stahlen sie lieber fremdes Vieh, als ihre nomadische Lebensweise gegen die Lohnarbeit einzutauschen. Im Oktober 1903 brach aus einem an sich geringfügigen Anlass, Festnahme eines Kapitans, der Aufstand der Bondelswaard-Hottentotten im Süden der Kolonie aus. Der Kommandeur Leutwein begab sich mit dem größten Teil der Truppe nach Süden. Da brach plötzlich am 12. Januar 1904 der Herero-Aufstand aus. Er begann mit der Ermordung der weißen Farmer und Händler und Plünderung der Farmen. Die von Weißen bewohnten Plätze Okahandja und Omaoni wurden von den Herero eingeschlossen. Samuel Maharero, der Aufstandsführer, hatte sich jahrelang den deutschen Truppen im Kampf gegen die Nama angebiedert. Er kannte deren Vorgehensweise und Missionsziele, plante und organisierte den Aufstand. Auf seinen Befehl, tötet alle Deutschen, überfielen 5.000 bis 8.000 Wilde die Farmen der deutschen und burischen Siedler. Engländer dürften dabei nicht angegriffen werden, da Maharero befürchtete, sie könnten dann zusammen mit den Deutschen marschieren. Während die Schutztruppe also im Süden ist, werden Zivilisten, Farmer und Familien von den Herero unter Maharero grausamst niedergemetzelt. Die Männer werden, vor den Augen der Familien, fiesch hingerichtet. Bei lebendigem Leib werden Nase, Ohren und Gliedmaßen abgeschnitten. Während sich die Herero-Männer zumeist mit Totschlagen zufrieden gaben, folterten die Herero-Frauen ihre wehrlosen Opfer, allerdings mit größter Grausamkeit tot. Die nach heutigem Maß Kriegsverbrechen lösten verständlicherweise im Deutschen Reich Schock und Entsetzen aus. Zugegeben war dies ein normales Vorgehen unter Schwarzafrikaner und keine Besonderheit speziell gegen Weiße. Das Reich reagierte allerdings sofort und setzte mehrere Siebataillone in Bewegung. Leutwein versuchte noch auf diplomatischen Wegen mit Maharero zu verhandeln. Dies nahm man ihm im Reich, aufgrund der vorausgegangenen Massaker, jedoch ziemlich übel. Im neuen Kommandeur der Schutztruppen von Trotha, der in scharfem Gegensatz zu seinem Vorgänger Leutwein stand und als harter Hund galt, fand diese schwarzafrikanische Gewaltkultur schon bald darauf einen Gegenpart, der zumindest verbal bekräftigte, Gleiches mit Gleichem vergelten zu wollen. Einen angeblichen Vernichtungsbefehl, den gab es allerdings nie. Doch schon Jahre vor der fraglichen Schlacht am Waterberg waren Kämpfe aller Art übliches Jahresprogramm der deutschen Schutztruppen, in einem Land, wo die Eingeborenen auch ohne weiße Streitigkeiten den Wunsch nach mehr Besitz, vorzugsweise durch Gewalt regelten. Entgegen heute gängigen Behauptungen schonten die Aufständischen nicht immer Frauen und Kinder. Und Männer wurden vor den Augen der Familie auf bestialische Weise abgeschlachtet.
Alleine am 12. Januar 1904 ermordete eine Bande unter dem einstigen deutschen Verbündeten, Maharero, 119 deutsche Männer, 4 Frauen und ein Säugling. Spätestens ab Januar dann verbreiteten sich Ahnungen deutscher Behörden, dass sich ein Herero-Krieg anbahnt. Hereros wurden immer häufiger beim Schmuggel von Waffen und Munition aus dem britischen Bechuana-Land beobachtet. Und nach schweren Gewaltausbrüchen mit vielen Opfern unter den weißen Einwanderern wurde im selben Monat dann der Kriegszustand verhängt. Nach Übernahme des Kommandos hatte Lothar von Trotha bis Juni 1904 ein Gefangenenlager aufbauen lassen, in das die entwaffneten Marodeure eingeliefert werden sollten. Anfang August rückten Schutztruppen gegen Herero-Gruppen unter Führung von Maharero vor, die sich nach vorangegangenen Kämpfen mit Familie und Vieh auf Weideland, südöstlich des Waterberges, gesammelt hatten. Dies waren allerdings nur Teile, nicht das ganze Volk. Hauptquelle zum Kampfgeschehen ist bis heute die Berichtssammlung des deutschen Generalstabs in Berlin, aus dem Jahr 1906. Die eingesetzten deutschen Truppen umfassten 2000 Soldaten mit 1625 Gewehren, 14 MG und 30 Geschützen, eingesetzt in 7 selbstständigen Einheiten, plus Kommandeurstab und Tross. Auf der Gegenseite standen etwa 12.000 bis 30.000 Herero, davon 4.000 mit modernen Gewehren. Beide Parteien verfügten über Kavallerie. Gebirgshaubitzen konnten wegen schwerfälligen Transports und Unübersichtlichkeit des gebirgigen Buschgeländes nicht überall zur Entfaltung kommen gegen einen gedeckten und wendig operierenden Gegner, der stets seinen Geländevorteil nutzte. Die deutschen Soldaten waren entweder unausgebildete Reservisten und Milizionäre der Kolonialsiedler oder Verstärkung aus Deutschland, die das Land und sein extremes Klima nicht gewohnt waren. 4 deutsche Frontflügel sollten also ab dem 11. August die Herero an den wichtigen Wasserstellen, bei Hamakari am Waterberg, einkreisen, entwaffnen und festnehmen. Die stärksten deutschen Kräfte sollten aus Westen und Südosten wirken, wobei schwächere Kräfte auf dem blockierenden Höhenzug nördlich und nordöstlich Flankenschutz und Beobachtung lieferten. 2 Einheiten waren der massive Stoß aus Westen. 3 Einheiten waren der wendigere Stoß aus Südosten. Von Trothas Konzentration seiner eigenen Kräfte im Südosten hatte vor allem das Ziel, einen Ausbruch des Gegners über den Streitwolfschen Weg vom Waterberg nach Okakarara zu verhindern. Aus allen Richtungen anrückend, konnten die Schutztruppen, unterstützt durch Ludwig von Estorff, aus Nordosten den Waterberg besetzen und Beobachtungssignale geben. Auch der Stoß aus Westen drängte die Herero von ihrer Stellung am Wasser- und Weideplatz weg. Doch der stärkste deutsche Frontflügel wurde zerstreut. Eine der 3 Gruppen verirrte sich schon beim nächtlichen Anmarsch im unübersichtlichen Gelände und verlor den Anschluss an die Truppe. Die geschwächten beiden anderen Gruppen wurden in heftige Kämpfe ohne operative Wirkung verwickelt und umzingelt, bis die Munition kaum noch zur Selbstverteidigung reichte. Die Schwachstelle ausnutzend, gelang den Herero bis in den nächsten Tag mit Familien und großen Teilen ihres Viehs die Flucht nach Südosten, über besagtem Streitwolfweg und trockene Flussläufe. Mit 28 Toten und 60 Verletzten hatte die deutsche Truppe 4,4% ihrer Sollstärke verloren und fast 10% ihrer Kampfstärke. Durch die erfolgreiche Flucht des Gegners wurde das Operationsziel in keinem Punkt erreicht und wenig mehr gewonnen, als zurückgelassene alte und kranke Herero sowie Reste einer Rinderherde. Die bis zum 14. August verfolgenden deutschen Truppen verloren einige weitere Soldaten und Tragetiere durch Wasserstellen, welche die Herero bei ihrem Rückzug durch Tierkadaver vergiftet hatten. Ihr Zug durch die Omaheke, auf Englisch kontrolliertes Gebiet, schien einem wohlerwogenen Plan zu folgen. Die Strecke war gangbar und schon früher von Hereros genutzt worden. Viele kleine Gruppen folgten getrennt einem gemeinsamen Weg, wobei stets kampfbereite Nachhuten die verfolgenden deutschen Truppen auf Distanz hielten. Auch durch Anzünden von Grasfeuern. Diese wirksame Herero-Taktik verhinderte zwar die Festnahme durch deutsche Truppen, versperrte ihnen aber auch selbst den Rückweg, an dem sie aber offenbar kein Interesse hatten. Nach dem Gefecht am Waterberg wollte von Trotha die Südostgrenze der Omaheke abriegeln und keinen Herero mehr zurückkommen lassen. Mit Schreckschüssen sollten sie wieder Richtung Wüste gescheucht werden.
Der häufig angeprangerte Schießbefehl von Trotas war eine öffentliche Proklamation mit nicht öffentlichem, abschwächendem Zusatz für die Soldaten, womit auf ungeschickte Weise Einschüchterung zur Beilegung der Unruhen dienen sollte. Theodor Leutwein trat anschließend wegen grundsätzlicher Differenzen mit dem Truppenkommandeur als Gouverneur zurück. Generalleutnant Lothar von Trotha erließ am 2. Oktober 1904 seinen Aufruf an das Volk der Herero mit folgendem Inhalt. Ich, der große General der deutschen Soldaten, sende diesen Brief an das Volk der Herero. Die Hereros sind nicht mehr deutsche Untertanen. Sie haben gemordet und gestohlen, haben verwundeten Soldaten Ohren und Nasen und andere Körperteile abgeschnitten und wollen jetzt aus Feigheit nicht mehr kämpfen. Ich sage dem Volk, jeder, der einen der Kapitäne an eine meiner Stationen als Gefangenen abliefert, erhält 1000 Mark. Wer Samuel Maharero bringt, erhält 5000 Mark. Das Volk der Herero muss jedoch das Land verlassen. Wenn das Volk dies nicht tut, so werde ich es mit dem Grotrohr dazu zwingen. Innerhalb der deutschen Grenze wird jeder Herero, mit und ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh erschossen, ich nehme keine Weiber und Kinder mehr auf. Treibe sie zu ihrem Volke zurück, oder lasse auf sie schießen. Dies sind meine Worte an das Volk der Hereros, der große General des mächtigen deutschen Kaisers. Dieser Erlass ist bei den Appellen der Truppe mitzuteilen. Mit dem Hinzufügen, dass das Schießen auf Weiber und Kinder so zu verstehen ist, dass über sie hinweg geschossen wird, um sie zum Laufen zu zwingen. Ich nehme mit Bestimmtheit an, dass dieser Erlass dazu führen wird, keine männlichen Gefangenen mehr zu machen, aber nicht zu Grausamkeiten gegen Weiber und Kinder ausartet. Die Truppe wird sich des guten Rufes des deutschen Soldaten bewusst bleiben. Der Aufruf wurde erst am 2. Oktober 1904, nach der Schlacht am Waterberg, gegeben und war letztlich der Anlass für die deutsche Regierung, von Trotha abzulösen. Allerdings war es ein reiner Vertreibungsbefehl gegen die marodierenden Banden und deren Unterstützer. Abgesehen davon, dass sich mit seinen wenigen Soldaten ein so großer Raum nicht sperren ließ, wurde die Sperre am 12. Dezember durch Anordnung der Reichsregierung aufgehoben. Von Trotha handelte damit zwar eigenmächtig, sah jedoch keine andere Möglichkeit, den Frieden und die Ordnung auf anderem Wege wiederherzustellen. Zudem weist er in seinem zugehörigen Truppenbefehl ausdrücklich darauf hin, dass Frauen und Kinder geschützt werden sollen, und verweist auf den guten Ruf des deutschen Soldaten. Die angeblich damit verbundenen Gräueltaten der Deutschen stammen allesamt aus der Kriegs- und Nachkriegspropaganda der Engländer, die sich auf diese Weise selbst in den Besitz der deutschen Kolonien bringen wollten, was ihnen ja auch gelang. Ihr Propagandamittel war das 1918 geschriebene Blaubuch. Diese Blaubuchfälschungen wurden von England allerdings schon in den 1930er Jahren zum großen Teil wieder zurückgezogen. Dennoch hält sich das Märchen von einem angeblichen Völkermord in Deutsch-Südwest bis heute hartnäckig im Sinne des Schuldkults, vor allem bei umerzogenen BRD-Bewohnern. Nachdem die Stämme der Herero unter Maharero die einzigen gewalttätigen Aufrührer im Siedlungsgebiet geblieben waren, lag der deutschen Schutztruppe vor allem an deren Verhaftung. Die Gefechte waren jedoch ein militärischer Misserfolg, den die Herero zum Rückzug auf britisch besetztes Kolonialgebiet nutzten, von wo sie Waffen und Munition erhalten hatten und ihnen auch Asyl versprochen wurde. 1749 Deutsche wurden im Verlauf der Kämpfe ermordet. Etwa 1000 Herero gelang mit ihrem Häuptling Maharero die Flucht ins Bechuanaland. Einige Reste der Herero kehrten zurück und ergaben sich. Über die Zahl der Umgekommenen gibt es stark abweichende Angaben. Der Missionar Friedrich Bernsmann beispielsweise hatte kurz vor Ausbruch des Aufstandes die Gesamtzahl der Herero auf 35.000 geschätzt und meinte weiter, dass von diesen 25.000 den Aufstand überlebt hätten. Das Deutsche Reich war Schlusslicht unter den europäischen Kolonialmächten. Sofern wirtschaftlicher Erfolg erzielt wurde, beschränkte er sich auf die Profite einiger Privatunternehmer.
Deutsch-Südwestafrika war zwar die größte Kolonie, aber wegen minderen wirtschaftlichen Nutzens auf dem Wühltisch der anderen Kolonialmächte liegen gelassen worden. Eine schwer überschaubare Zahl von eingeborenen Völkern unterschiedlicher Sprache und Kultur konnte hier Mannesvermögen, kein aussichtsreicher Handelspartner werden, kam aber ständig in Konflikt mit den Kolonialbehörden. Als die Not einer Viehseuche vorhandene Spannungen in einer Kette von Konflikten entlud, wurde mit von Trotha ein Truppenkommandeur geschickt, der zwar wenige Fragen stellte, aber den Erwartungen der frustrierten deutschen Siedler besser gerecht wurde als der gerechte Gouverneur Leutwein. Der große Schlag von Trothas gegen marodierende Hereros, die offenbar Verabredungen mit der konkurrierenden Kolonialmacht England hatten, schlug fehl. Indem der tumbe Militärkarrierist seine Gefechtsniederlage nachträglich umfrisierte, als angeblichen Verjagungsplan mit Wüstenbereinigung, schuf er eine Geschichtslegende, welche in der heutigen Zeit zur Grundlage unverschämter und unberechtigter Wiedergutmachungszahlungen seitens Herero und Nama mutiert ist. Solche Wüstenopfer kann man jedoch leicht auf deutsche Konten buchen, es wird noch immer allseits wohlwollend gefördert. Wer einen Krieg beginnt, hier mit vorheriger britischer Waffenhilfe und Asylzusage, muss mit Opfern rechnen. Was auch immer die tatsächlichen Pläne von Trotha gewesen sein mögen. Sein Erlass wurde innerhalb von 70 Tagen öffentlich widerrufen und in der Praxis nie angewendet. Eine unbekannte, vielleicht große Zahl der Herero kam im britischen Asyl an, unter ihnen ihr Kapitän Maharero. Wer nicht in der Wüste umkam, kapitulierte und wurde wie auch sonst vorher eben nicht von Schutztruppen erschossen. Indem die Herero auf dem Zug durch die Omaheke zum britischen Asyl in Bechuanaland alle Wasserstellen hinter sich vergifteten, um Verfolgung zu verhindern, machten sie deutlich, dass sie keine Absichten zur Rückkehr hatten. Wenn die deutschen Kolonien so schlimm waren, warum versuchten die Kriegsgegner nach Kriegsende sich diese schnell einzuverleiben und ließen nicht deren Unabhängigkeit zu? Die Geschichten über Herero und Nama-Abschlachtungen wurden schon 1926 vom südafrikanischen Parlament als Fälschung der Briten entlarvt. Die Kalahari ist außerdem keine Wüste, sondern eine Trockensavanne, das bedeutet Vegetation und das Vorkommen von Wasserlöcher. Ein absichtliches Verdursten herbeigeführt zu haben, ist also ebenso ein Hirngespinst. Aufgrund des Lindequist-Erlasses konnten alle, die sich nicht am Mord beteiligt haben, im Laufe der Zeit zurückkommen. 14.000 Herero und Hottentotten wurden insgesamt registriert. Von einem Völkermord kann keineswegs die Rede sein. Eine solch dreiste Geschichtsverfälschung schmäht nicht nur das Andenken der tapferen Schutztruppen, die dem Ruf folgten, ihre Brüder und Schwestern in den Schutzgebieten vor den mordenden schwarzen Horden zu beschützen, sondern ist ein Verrat und Betrug am deutschen Volke selbst und ein weiteres Bekenntnis zum zur Staatsreligion erhobenen Nationalmasochismus. Bataillone, Schwadronen, Batterien, Maschinengewehr. Du hast auch die größten Kanonen. Mein Michel, was willst du noch mehr? Mein Michel, was willst du noch mehr? Du hast 2 Dutzend Monarchen, Lakaien, Pfaffen, ein Heer. Kannst du da schnarchen, mein Michel, was willst du noch mehr? Mein Michel, was willst du noch mehr? Du hast ungezählt Paragraphen, die Gefängnisse werden nicht leer. Du kannst doch in Schutzhaft drin schlafen, mein Michel, was willst du noch mehr?